Einen wunderschönen guten Tag meinerseits. Ich spreche zu Ihnen als Stadtplanerin. Ich weiß nicht, wie viele Stadtplaner im Publikum stehen oder sitzen, Entschuldigung. Aber ich glaube, das sollten Sie im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt hier heute über Bildungslandschaften spreche. Ich bin begeistert von dem Begriff Bildungslandschaften. Das ist ein wunderbarer Begriff, insbesondere auch, er ist diffus, das kann man kritisch sehen, aber er lädt viele Disziplinen ein, sich über Bildung auszutauschen. Und er lädt insbesondere auch Planer ein, Stadtplaner, Architekten, Landschaftsarchitekten, all die Professionen, die sich mit der Entwicklung von Städten, Regionen, mit dem Bauen und Planen auseinandersetzen, mal besser, mal schlechter, wie das eingangs zitierte Beispiel, und Sie alle kennen sicherlich auch die Fehlentwicklungen der letzten Jahre, an denen durchaus auch die Stadtplanung mit gutem Glauben beteiligt war. Nichtsdestotrotz ist Bildung ein wichtiges Thema in der Stadtplanung, und wenn wir von Lernen vor Ort sprechen, wenn wir von Bildung vor Ort sprechen, dann ist dieses Ort ja nicht luftleerer Raum. Dann ist das ein Gebäude, dann ist es ein Platz, dann sind es Wege, dann sind es ja ganz Stadtteile, manchmal eben auch eine ganze Region, in denen sozusagen oder in diesen Gebäuden, an diesen Orten findet Lernen statt, und die werden geplant, mal entstehen sie auch einfach nur. Und es geht mir darum, darüber auch zu sprechen, aber eben nicht nur, wie sich die Profession der Planer damit auseinandersetzt. Ich tue das anhand von drei Punkten. Zum einen würde ich Ihnen gerne einfach kurz nochmal vorstellen, was ist der Blick von Stadtplanern auf das Thema Bildung. Dann Ihnen oder die Frage nachgehen, warum beschäftigen sich Stadtplaner eigentlich mit dem Thema? Dann einige Ansätze, wie das Thema gerade in der Forschung, aber eben auch in der Praxis und auch von angehenden Stadtplanern gesehen wird und diskutiert wird, mit ein paar Beispielen. Ich werde da auch auf Bildungslandschaften eingehen, im weiteren und im engeren Sinne. Und ganz am Ende auch einige Hinweise dazu geben, warum es sich lohnt, auch über das gemeinsame Planen, Bildungsplanung und Stadtplanung nachzudenken. Ich glaube aber, dass das auch zuvor schon in meinen Beispielen deutlich werden wird. Zunächst einmal ist natürlich zu sagen, dass traditionell Bildungseinrichtungen, Kitas, Schulen, Jugendzentren, Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturzentren natürlich im Blick der Stadtplanung waren. Es ging immer um eine quantitative Ausstattung dieser Institutionen im Stadtgebiet. Dafür wurden neue Gebäude errichtet, neue Flächen bereitgestellt. Wir haben in den letzten Jahren aber auch erlebt, dass viele dieser Infrastrukturen sich verändert haben, viele aber auch geschlossen wurden, wir heute andere Infrastrukturen im Bildungsbereich brauchen und aufbauen. Es ging der Planung darum, letztendlich gleichwertige, attraktive Lebensbedingungen zu schaffen. Und wie gesagt, im Vordergrund stand lange, lange Zeit schlicht und ergreifende quantitative Versorgung. Das hat sich mit der sozialen Stadtentwicklung maßgeblich verändert. Das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt seit 1999, bereits seit 1993 in Nordrhein-Westfalen, hat man sich insbesondere damit beschäftigt, wie lassen sich Stadtteile, die vom Strukturwandel, von sozioökonomischen Veränderungsprozessen ganz besonders stark betroffen sind, wie lassen sich diese Stadtteile weiterentwickeln. Und die Soziale Stadt ist das Programm, was da maßgeblich Fördermittel in diese Stadtteile gebracht hat. Viele Stadtplaner, aber gerade die Soziale Stadt, das Programm ist ein Programm, was multiprofessional ausgestattet sind. Da treffen sich Stadtplaner mit Vertretern der sozialen Arbeit, mit Vertretern der Bildung, mit Vertretern der Kultur. Es ist aus meiner Sicht eigentlich genau das Programm vor Ort, wo die Erfahrung da ist, wie ressortübergreifendes Planen, wie professionübergreifendes Agieren denn passieren kann. Und mit der Luftbildperspektive auf das, was dort im sozialen
in der sozialen Stadtentwicklung vor Ort passiert worden ist, wurde sehr schnell deutlich, dass Schule und Bildung im Stadtteil ein ganz, ganz wichtiges Handlungsfeld ist. In 3/4 aller integrierten Entwicklungskonzepte, wo Planer sozusagen, aber eben nicht nur, darüber nachdenken, wie sich ein Stadtteil in Zukunft entwickeln soll. In 3/4 dieser Konzepte gibt es ein eigenes Kapitel zum Thema Schule und Bildung. Und wenn man dann einmal reinguckt, welche Strategien in diesen Handlungsfeldern denn aufgerufen werden, wird zum einen deutlich, dass Bildung da sehr, sehr breit definiert wird. Es geht um Nachmittags- und Freizeitangebote. Ja, es ging sehr stark auch um den Ausbau der Ganztagsbetreuung, geht es noch heute, aber eben auch Maßnahmen Gesundheits- und Sprachförderung. Und ganz zum Schluss geht es auch ums Bauen und ums Gestalten von Stadt, nämlich um die Schaffung von Spiel- und Lernräumen von Kindern und Jugendlichen. Und damit waren nicht nur Schulgestaltung gemeint, sondern eben tatsächlich auch die Gestaltung von öffentlichen Freiräumen. Das zeigt aus meiner Sicht, dass es sich lohnt, sich auch nochmal zu besinnen, was da eigentlich im Rahmen der Quartiersentwicklung, der integrierten Quartiersentwicklung passiert ist. Und wie gesagt, für die Stadtplanung an sich war das so das erste Achtungszeichen. Mit Bildung kann man Stadtentwicklung machen. Mit Bildung kann man Quartiersentwicklung machen. Es gibt aber auch ein stadtplanerisches Zeitfenster, was sich eröffnet. Das ist zum einen die Tatsache, dass wir, wenn wir uns auf unsere Infrastrukturen, die habe ich gerade ja schon eingangs genannt, mal anschauen, wann ist die entstanden. Wir haben so Schübe gehabt und die sind in die Jahre gekommen. Und wenn nur allein auf den Schulen oder auf den Schulbedarf schauend, hat das DIFU, die Zahlen sind schon ein bisschen älter, sind aber wahrscheinlich noch in hohen Teilen auch aktuell, ließen sich vielleicht, was gerade den Ersatzbedarf oder hier den Erweiterungsbedarf angesichts der Zuwanderung betrifft, noch nach oben korrigieren. Aber bereits 2008 war klar, dass wir bei unseren Schulen einen Erweiterungsbedarf von 47% haben. Umstellung auf Ganztagsschulbetrieb ist da sicherlich ein Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Wir haben Bedarf an Ersatz. Schlicht und ergreifend reden wir hier von Abriss und Neubau, weil Gebäude nicht mehr zu retten sind, von 45%. Das ist eine hohe Zahl. Und ein Nachholbedarf von 8%, auch diese Zahl ließe sich sicherlich runtergebrochen auf Städte, Regionen, auf Großstädte, wenn ich da auch Berlin sehe als Beispiel, wo ich herkomme, noch nach oben korrigieren, ein Nachholbedarf, der enorm ist, was Neubau von Schulen betrifft. Aber was das Spannende hier wiederum ist, dass gerade ja auch da viel Investitionsprogramme in den letzten Jahren passiert sind, Toilettensanierungsprogramm, energetische Sanierung von Schulen, da gab es so eine Welle nach der anderen, die die Kommunen durchaus vor großen Herausforderungen auch immer stellt. Und dann gab es auch Fördermittel zum Mensabau. Und der Mensabau war auch in vielen Kommunen eigentlich der Punkt, wo Hochbauamt, Stadtplanungsamt und vielleicht Schulbauamt viel näher noch miteinander kooperiert haben, weil oft die Mensen dann auch die Orte waren, wo die Öffnung von Schule das erste Mal diskutiert worden ist. Neben den Sportstätten, also eben auch die Mensen als Gemeindetreffpunkte weiterzuentwickeln. Auch da lohnt es sich zu schauen, wie diese Kooperation bei solchen Neubauprojekten denn funktioniert hat. Was die Aachener Erklärung für den Städtetag und für die Kommunen ist, ist vielleicht die Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt von 2007, das wesentliche Dokument für die Stadtentwicklungspolitik auf europäischer und auf nationaler Ebene. Ich kann Sie nur einladen, sich die Charta mal anzuschauen. 10 Jahre ist sie alt. 12-mal kommt da der Begriff Bildung vor. Es geht um die nachhaltige Entwicklung von Stadt. Wie gesagt, das ist ein zentrales Referenzdokument für Stadtplaner. 12-mal kommt der Begriff Bildung vor. Und auch wenn man sich die Projekte der nationalen Stadtentwicklungspolitik anschaut, welche in den letzten Jahren gefördert worden sind, viele Projekte haben mit Bildung zu tun. Es gibt explizit Projekte, die sich auch damit auseinandergesetzt haben, wie Bildungsinfrastruktur als Baustein von Stadt, von Quartieren, von neuen Quartieren, denn welche Bedeutung sie haben und was das eigentlich für Stadtplanung und Bildungsplanung heißt. Und diese Thesen sind von den Autoren dieser neuen Projekte
formuliert worden. Sie haben gesagt, ganz klar, Bildungseinrichtungen, Bildungsgelegenheiten prägen einen Stadtteil. Sie sind wichtig für die Akzeptanz eines Stadtteils, für den sozialen Zusammenhalt. Falsche Stadtplanung kann Bildung erschweren, indem wir nicht genügend Infrastrukturflächen vorhalten, indem wir die falschen Standorte entwickeln. Auch da gebe ich mal die Schulzentren der 60er, 70er Jahre vor Augen, die im guten Glauben außerhalb von Städten am Rand gerne platziert wurden. Aber wenn man sich vor Augen führt, welche Lerngelegenheiten diese Standorte bieten, dann gibt es durchaus bessere Standorte, die hier in den Blick kommen. Und auch die letzte These, dass Stadtentwicklungsplanung und Bildungsplanung viel mehr zusammen gedacht werden müssen. Ja, wie kann das passieren? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, bereits in der Praxis. Ich habe es schon deutlich gemacht, Mensabau, Schulbau, auch der Bau von Bildungslandschaften ist ein Thema. Aber es gibt noch weitere Blickfelder, die aus Sicht zumindest der Planung spannend sind und wo wir das Thema Bildung diskutieren. Der erste Aspekt sind aufgreifend diese These, Bildungsinstitutionen bilden Nachbarschaften, schlicht und ergreifend die Tatsache, dass wenn Sie sich Stadtumbauprojekte anschauen, da geht es also tatsächlich um den Umbau ganzer Stadtquartiere, eine Zeit lang haben wir auch sehr viel abgerissen, oder aber auch um Stadterweiterungen, neue Stadtgebiete, dann hat dort die Ansiedlung von Bildungsinstitutionen, oft sind das Schulen und Kitas, ja, sind das ganz zentrale Bausteine, die auch sehr zentral platziert werden, fast so etwas wie eine neue Mitte darstellen. Das hat auch Gründe, weil wenn Sie einen neuen Stadtteil planen, ist beispielsweise der Einzelhandel eine extreme ungewisse Größe. In einer Zeit, wo viele, viele Menschen im Internet einkaufen, wo wir tatsächlich nicht wissen, wie unsere Einzelhandelslandschaft sich entwickeln wird, ist Bildung als zentraler Ort, wo Menschen sich treffen, einfach unheimlich wichtig geworden. Und deshalb ist ja in vielen städtebaulichen Konzepten tatsächlich die Schule mittlerweile oder ein Bildungsinstitutionszentrum, das neue Quartierszentrum. Bildungsinstitutionen sind, das habe ich schon deutlich gemacht, ganz wichtige Partner in der sozialen Stadtentwicklung für die Planung. Wir sehen Bildungsinstitutionen als Treffpunkt, als imagegebender Faktor für einen Stadtteil, als Impulsgeber und ja auch als Lebensraum, der eben insbesondere durch die Öffnung, durch neue Nutzungen, andere Nutzungen, die zum Teil in Bildungsinstitutionen, in Schulen einziehen, eine Rolle spielen. Und es wird sehr lebhaft diskutiert über pädagogische Architektur, wie also das gebaute pädagogische Gestaltung haben kann. Und da kann ich Sie auch noch einladen, sich diese Diskussionen einmal anzuschauen. Man muss aber ganz klar sagen, unterm Strich, wenn Planer über Bildungsinstitutionen reden oder diese in den Fokus nehmen, sind es oft Schulen. Das ist schon ein ganz klarer Fokus, der Schulbau als eine wichtige alltägliche Planungs- und Bauaufgabe. Das ist schon, sage ich jetzt mal, das vordergründige Thema. Die Entwicklung von Bildungsverbünden und Netzwerken, die wird durchaus wahrgenommen. Nur diese Netzwerke und diese Verbünde haben, wenn Institutionen, Bildungsinstitutionen entscheiden, sich zu kooperieren, nicht immer bauliche Auswirkungen. Viele streben diese auch nicht an. Für uns spannend wird es natürlich, wenn diese Netzwerke und Verbünde entscheiden zu sagen, ja, wir wollen Raum werden. Wir begreifen unseren Stadtteil als erweiterten Bildungsraum und er muss ja sich ändern. Und dann kommt natürlich die Stadtplanung und die Stadtgestaltung ins Spiel oder bietet sich an, um Bildungslandschaften wirklich zu bauen. Und wir haben diese auch beforscht, zusammen mit Thomas Köhn, Erziehungswissenschaftler der Uni Siegen, haben wir uns Bildungslandschaften angeschaut, die von sich aus gesagt haben, wir wollen bauen, wir wollen tatsächlich Stadtentwicklung betreiben als Gemeinschaft von Bildungsinstitutionen. Und wir haben sie am Ende Sozialräume Bildungslandschaften genannt. Bildungslandschaften, die also ein Konzept verfolgen, das pädagogische
und stadtentwicklungsbezogene Ziele miteinander verbindet, aber auch architektonische Aspekte beleuchtet und sich darüber verständigt, wie soll das Ganze aussehen. Wir haben hier auf jeden Fall in allen Beispielen, die wir untersucht haben, Sie müssen sich vorstellen, deutschlandweit, mal hochgegriffen, ist immer so meine Schätzung, haben wir 400 Bildungsnetzwerke oder Bildungsverbünde und davon sind so ein gutes Dutzend, was von sich aus gesagt haben, so, wir werden Raum, wir wollen tatsächlich bauen. Und davon haben wir uns einige wenige angeschaut und festgestellt, dass diese sehr stark eine Verflechtung von mit dem Quartier anstreben, dass sie sozusagen ihr Bildungsgeschehen aus der Schule heraus ins Quartier tragen wollen. Sie nutzen den Stadtteil als erweiterte Bildungsraum und schaffen natürlich dadurch, dass sie sich vor Ort zusammenkommen, vor Ort vereinen, nebeneinander setzen beispielsweise, wie in diesem Fall in Osterholz-Scharmbeck, schaffen sie auch räumliche Nähe. Welches Stadtentwicklungsziel wurde hier verfolgt? Osterholz-Scharmbeck war eine Brache, eine Militärbrache, mitten im Ort. Viele Ortsteile umfasst Osterholz und man hat sich entschieden, auch mit Abwanderung, Überalterung zu kämpfen. Familien wollte man halten und man hat sich entschieden, tatsächlich ein attraktives, sozusagen unser neues Zentrum wird ein Bildungscampus. Und man hat dort ganz verschiedene Nutzungen zusammengezogen, auf die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Was auch bei diesen Bildungslandschaften der Fall ist, dass man den öffentlichen Raum, Straßen, Wegen, Plätze, auch als Ort der Begegnung, der Nachbarschaft und als Ort des Lernens versteht und strategisch sozusagen auch diese Bildungsinstitutionen an diesen Orten setzt. Eine große Diskussion übrigens gibt es immer, aber das gibt es auch im Schulbau, über Begrenzungen, Zäune beispielsweise, Öffnungen dieser Flächen tatsächlich für andere Nutzer. Gehe ich auch nochmal ganz kurz am Ende drauf ein. Wenn wir uns schauen, welche beteiligten Institutionen sind in diesen gebauten Bildungslandschaften vorhanden, wir haben hier auf jeden Fall immer eine ganztagsschulische Bildungsanbieter in diesen gebauten Bildungslandschaften, die wir gefunden haben. Wir haben Kindertagesbetreuung, häufig auch Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, zuweilen Institutionen der kulturellen Bildung, aber sehr selten Erwachsenenbildung und das Gesundheitswesen sind dort zu finden. Also es ist schon viel da, aber eben auch nicht alles. Sie sehen hier die Grafik des Campus Osterholz-Scharmbeck, was haben wir hier, Gymnasium, die Kreis- und Stadtbibliothek ist hier, die Volkshochschule, das Mehrgenerationenhaus, Kreismusikschule, Kreismedienstelle, soziale Beratungsstellen, Mensa, Aula. Hier lohnt sich sicherlich auch ein Austausch, wie verschiedene Ressorts des Bauen und Planens mit Jugendbildung, mit Schulressort und dem Kreis sozusagen zusammengearbeitet haben, um diese gebaute Bildungslandschaft Raum werden zu lassen. Wie sind die organisiert? Es gibt schriftliche Konzepte, immer, in denen genau diese pädagogischen und auch Stadtentwicklungsziele festgehalten sind. Gemeinsame Referenzen, dass man sich sozusagen auf einen gemeinsamen Idee auch verständigt, was Bildung ist beispielsweise. Seltener gibt es Managementstellen, die sich dann auch mit dem Managen dieser vielen Partner auseinandersetzen, aber es gibt sie. Und es gibt juristisch kodifizierte Kooperationsverträge teilweise in diesen Bildungslandschaften, die ganz klar regeln, wie Partner miteinander kooperieren. Das ist eine Facette von Bildungslandschaft in der Stadt. Wir haben uns mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Planungsfakultäten in Deutschland auseinander ausgetauscht. Wir haben unsere Studierenden zusammengebracht. Und da wurde dann nochmal ganz schön deutlich, dass es noch einen weiteren Blick der Planung auf das Thema Bildung in der Stadt, Bildungslandschaft, Stadt als Bildungslandschaft gibt. Ganz klar, das kennen Sie aus der Presse, Stadtplanung findet heute definitiv nicht mehr am Schreibtisch statt. Ist ein ganz aktiver Aushandlungsprozess in vielen, vielen Fällen. Wir kriegen massiv Gegenwind, sind auch angehalten, mehr denn je die Bürger mitzunehmen. Aber auch Teilhabe, Aktivierung von Bürgerschaft in Planung oder in der Entwicklung von Stadtquartieren spielt eine ganz große Rolle, gerade in Zeiten, in denen öffentliche Investitionsmittel durchaus geringer werden. Und da ist es natürlich sehr wichtig,
Wissen, lokales Wissen für neue Planung zu erschließen. Auf der einen Seite Engagement, sofern es da ist, mitzunehmen. Da ist der Bürger tatsächlich Stadtmacher. Und auf der anderen Seite aber auch Teilhabe zu schaffen. Wir glauben, und das zeigen ja auch Studien, Beteiligung schafft Kompetenzen und Wissen. Sich zu beteiligen an Stadtentwicklung ist ein Feld, in dem letztendlich Bildung passiert. Jeder Beteiligungsprozess aus meiner Sicht in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung muss ein Bildungsprozess sein. Bürger und Bürgerinnen müssen aus diesem Prozess etwas lernen, genauso wie aber auch Experten, Planer, Planerinnen, Politikerinnen aus diesen Prozessen etwas lernen. Nicht alle unsere Beteiligungsprozesse sind so gestrickt, da kennen Sie auch sicherlich den ein oder anderen Beteiligungsprozess, der nicht da ist. Aber statt sozusagen, statt Werdung als Bildungsraum zu sehen, ist ein ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, der von vielen Planern auch vertreten wird. Ich kann Sie einladen, sich da die Publikation anzuschauen, wenn Stadt, eigentlich Stadtplanung, und dann war das so sperrig, dann hat man einfach nur Stadt gesagt, wenn Stadtbildung mitdenkt, dann. Und dann können Sie einfach mal schauen, was die Kolleginnen und Kollegen, aber vor allen Dingen auch die angehenden Studierenden, angehenden Stadt- und Regionalplaner mit diesem Thema verbinden. Da zeige ich jetzt auch gleich nochmal ein paar Beispiele. Und insbesondere war es den Studierenden auch wichtig herauszustellen, und ich glaube, es ist auch ganz wesentlich, und um nochmal die Schleife zu meinem Eingangsstatement zu machen, Bildung findet nicht im luftleeren Raum statt, findet an Orten statt, die man anfassen kann, die kann man riechen, die kann man ergehen, erlaufen, durchfahren, und es ist ohne Zweifel so, dass ein vielseitig gestalteter Stadtraum mit seinen Nutzungen, Nutzern, Wegen, Straßen, Plätzen eine Lernerfahrung im Alltag fördern kann. Man kann, das ist meine These, man lernt in der Stadt andere Dinge als in einem monostrukturierten Einfamilienhausgebiet, die wir auch haben. Und diese Lernerfahrung, wie man die misst, das wäre sehr spannend, wüsste ich nicht so ganz, man kann sie aber erheben, ohne Zweifel. Aber die Studierenden haben sich damit sehr auseinandergesetzt und beispielsweise auch untersucht, in diesem Fall gibt es eine Schule, die Quinoa-Schule, eine Sekundärschule, eine Neugründung, die keinen Platz gefunden hat im Stadtquartier und sozusagen ausgewichen ist in das angrenzende Gewerbegebiet. Und die Studierenden haben aus planerischer Sicht mal geschaut, ja, was ist denn, wenn wir ein Gewerbegebiet auch als Lernraum begreifen? Was heißt das denn für eine Sekundarschule, die mitten in einem Gewerbegebiet liegt? Welche Interaktionen sind denn möglich und wie kann man durch die Umgestaltung eines Gewerbegebiets, da rede ich tatsächlich von Straßenumgestaltung oder hier und da auch von Fassadenumgestaltung, Lernanlässe gestalten? Ich habe schon deutlich gemacht, zentrales Element von Planern und Architekten in der Auseinandersetzung mit Bildungslandschaften, und wenn man diese baut, sind immer die Zäune und Mauern, die wollen wir immer am liebsten abreißen, wissen natürlich aber auch um die Problematiken, die damit verbunden sind. Die Studierenden haben sich auch mit diesen Grenzen auseinandergesetzt, im positiven Sinne auch gesagt, diese Grenzen sind notwendig, um dein und meins, um privat und öffentlich, um Gemeinschaften auch von anderen Situationen abzugrenzen. Sie haben aber auch gesagt, es lohnt sich doch darüber mal nachzudenken, wie diese Grenzen gemeinsam mit den Nutzergruppen, mit Kleingartenvereinen, Unternehmen, Bildungsinstitutionen gestaltet werden können. Nicht einfach nur errichtet, sondern als Lernanlass, der Einblicke gibt, der Aktion bietet, sozusagen temporär vielleicht auch nur sich öffnet, gestaltet werden können. Auch hier lohnt es sich, die Ideen der Studierenden sich damit einmal anzuschaffen. Und ganz zuletzt das letzte Beispiel. Orte bilden Erfahrung, vielseitig gestaltete Stadträume fördern Lernerfahrung im Alltag. Es ist kein neues Thema. Die Studierenden hier haben sich mit der Schulwegeplanung auseinandergesetzt. 33% unserer Kinder und Jugendlichen kennen, oder vor allen Dingen Kinder, kennen ihren Schulweg nicht, weil sie jeden Morgen von den Eltern gebracht werden. Wenn man sich vor Augen führt, welcher Lernanlass hier verloren geht, dann ist das eine verheerende Zahl. Und daher fragen sich dann Stadtplaner schon, wie kann Schulwegeplanung hier
einen Beitrag leisten, wie kann ein Schulweg so gestaltet werden, dass er gleichzeitig auch im Alltag als Lernanlass funktioniert und das eigenständige Bewegen im Quartier unterstützt. Also da sind wir beim nonformalen, informellen Lernen ganz direkt. Aus meiner These müssen wir nicht nur vom Raum als dritten Pädagogen sprechen, sondern vom Quartier als dritten Pädagogen. Und das bringt mich zu meiner letzten Folie, gemeinsam planen und bauen. Ich glaube, es ist sehr schön deutlich geworden, dass die Stadtplanung mit ganz unterschiedlichen räumlichen Beziehungen auf das Thema Bildung zugeht. Ja, es geht um Schulbau, aber es geht eben auch um Quartiersentwicklung. Es geht um Bildungslandschaften von der einzelnen Schule bis hin zu einem Netzwerk, bis hin zu einer Region, wo wir tatsächlich auch überlegen, was heißt das denn räumlich physisch? Wie muss sich Stadt räumlich physisch ändern, um Lernraum zu sein? Gebaute Bildungslandschaften sind aus meiner Sicht ein ganz spannendes Beispiel, um sich anzuschauen, wie die Kooperation von verschiedenen Ressorts auf kommunaler Ebene bis runter ins Quartier denn funktioniert haben, damit die tatsächlich, damit am Ende der Bagger rollen konnte. Wir haben einige Beispiele, das Beispiel Osterholz-Scharnberg, von der Idee bis zur Umsetzung waren es, glaube ich, 6 Jahre. In Köln, Altstadt Nord, Bildungslandschaft, vielleicht ein Beispiel, was Ihnen geläufiger ist, da rollen jetzt die Bagger nach über 10 Jahren. Das sind unterschiedliche Zeiträume, die haben aber ihre Berechtigung. Es lohnt sich, sich anzuschauen, wie mit diesen Projekten umgegangen sind. Letztendlich, glaube ich, deutlich geworden ist auch das Thema Bürgerbeteiligung in der Stadtplanung. Und aus meiner Sicht wird daher das Thema Civic Education eine höhere Bedeutung bekommen in Zukunft. Und nicht zuletzt die Tatsache, wir haben Erwartungen. Planer, Architekten, auch Pädagogen haben Erwartungen an Architektur, an Stadtraumgestaltung. Hohe Erwartungen, das kann man kritisch sehen. Auf der einen Seite, aus meiner Sicht, kann man die Messlatte nicht hoch genug legen, denn wenn wir unsere Erwartungen hier oben ansiedeln, dann landen wir in der Praxis hier. Wenn wir sie hier ansiedeln, landen wir in der Praxis viel weiter unten. Daher sind diese hohen Erwartungen auch gut. Vielen Dank.